Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Sekunde, ich will was anderes machen. Ich habe einiges nachgelesen, was Verderbnis angeht, beziehungsweise überflogen. Ich habe mich nicht explizit reingelesen, wo kriege ich was her, sondern was gibt's, was macht's, wie auch immer. Verderbnis auf 100 wird mich wohl nicht sofort umbringen, wird aber einen dicken Punkt Initialschaden machen und dann halt wahrscheinlich auf 100 bleiben. So genau habe ich nicht reingelesen und ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, ich probiere einfach mal aus, was denn da so passiert. Ich meine, viel gibt's hier nicht. Moment, eben noch schlafen, reparieren. Viel gibt's hier nicht, was mich, was mir Verderbnis wegnimmt. Kann nichts kaufen. Ich müsste einen ewig langen Weg latschen und habe ich keinen Bock drauf. Also, habe ich jetzt nur ein paar Sachen weggeräumt. Habe mein Zelt eingepackt? Ja, mein Zelt habe ich eingepackt. Und wo sind die Meeresfrikassees? Da. Hab nochmal auf 5 Meeresfrikassees aufgestockt. Dann gehen wir auch direkt wieder los. Und war Richtung Geisterpass. Da waren wir letzte Folge schon. Und auf der anderen Seite vom Geisterpass. Ne, waren wir nicht letzte Folge. Wir waren letzte Folge auf der Rückseite vom Geisterpass. Moment, falsche Taste für Autowalk. Auf der Rückseite vom Geisterpass beim Klüngel der Winde. Genau. Und da ist die Verderbnis irgendwann sehr, sehr hoch gegangen, bis es dann den Erfolg gab. Geh bitte zum Arzt. Es gibt keinen Arzt. Ich habe zumindest keinen gefunden. Ja. Ach ja, ich bin, wie es vielleicht jemanden wundern wird, doch dazu gekommen, jetzt mich noch hinzusetzen, Outward aufzunehmen. Deswegen gibt es heute auch Outward. Eben noch schauen, aber nein, sie hat ihn nicht. Den Trank, der uns Verderbnis wegnimmt. Es gibt, glaube ich, 2 Tränke. Was kann ich und ein Skill. Und der Skill hat noch ein paar Rahmenbedingungen, mit der man sich Verderbnis runtersetzen kann. Also nur der Skill, nicht die Tränke. Ja. Mit den Skill habe ich noch die Tränke. Jetzt durch Halb-Aurei zu rennen, nur um die Verderbnis runterzubringen? Nö. Nö. Wir gehen einfach und hoffen, dass wir nicht dran sterben. Genau, so machen wir das. Ja. Sonne geht auf. Dieses Wetter, beziehungsweise dieses Bild, da muss ich immer so an einen nie vorhanden gewesenen schönen Ferientag von früher denken. Nie war das Wetter genau so, wenn man Schulferien hatte. Nie. Es war immer matschig. Oder so. Wir hatten, glaube ich, nur einmal richtig Schnee damals. So, warte mal. Das will ich essen. Und das will ich trinken. Und dazu will ich noch das hier trinken. So. Jetzt können wir ordentlich lossprinten. Ja. Vermutlich, ich weiß nicht, ob es dann die ganze Zeit ist, vermutlich gibt es auch nur, wenn man, wie hieß es nochmal, entweiht, waren wir da entweiht? Ich glaube, wir waren entweiht. Wenn man entweiht ist, gibt es, glaube ich, nur einen von diesen verrückten Viechern, die uns verfolgen. Das ist ja egal. Das halten wir schon aus. Beziehungsweise, das können wir jetzt umholzen, das Ding. Die sind, glaube ich, ein bisschen zu stark. Ah, doch nicht. Kommt man trotzdem drüber. So, jetzt die Sonne da. Ah. Genießt diesen Blick in die Berge. Einfach schön. Gut, weiter. Ja. Und sonst so? Was machen wir? Ja. Wir laufen so ein bisschen, ne? So wie so häufig auch. Es fehlt das Pferd. Ich vermisse so ein bisschen Rudolf. Der wird hier bei dem Wetter, glaube ich, richtig Spaß haben. War ja in Skyrim. Wobei der jetzt... Ist das jetzt heute schon?
Es war gestern schon. Ist ausgetauscht worden. Gegen ein beschworenes dädrisches Pferd. Warum? Es sieht cool aus. Und ich kann es überall hin mitnehmen, ohne es hinreiten zu müssen. Und wenn es stirbt, hole ich es einfach wieder. Was will man mehr, ne? Stell mal vor, du könntest dir hier ein Pferd beschwören. Aufsatteln und losreiten. Das wäre insane. Das wäre einfach nur insane. So. Meine Überlegung war auch, das hatte ich jetzt letzte Folge nicht gezeigt, wenn es nicht erträglich ist und es doch schlimmer ist mit der Verderbnis, dann gehen wir hier hin. Ach ja, das hier brauchen wir nicht mehr, da waren wir schon. Zu den Heiligen Sümpfen. Vielleicht finden wir in den Heiligen Sümpfen entweder ein Rezept für diese Verderbnistränke, um es runterzusetzen, oder den Skill, mit dem man das runternehmen kann. Man kann es aber mit dem Skill nicht auf Null bringen. Da gibt's, ich glaube, man kann das erst ab 50 Verderbnis einsetzen und es setzt um 20 runter oder so. Ich musste mich halt spoilern, weil ich wissen musste, ob Verderbnis mich umbringen kann. Nein, kann es nicht. Was liegt da? Um Geisterfirnis. Habe ich den beim letzten Mal nicht gesehen? Ja. Passiert. Halb so wild. Hab ihn ja jetzt gefunden. So. Und schon sind wir wieder auf der anderen Seite. Hat 6 Minuten gedauert, Alter. 6 Minuten. Müsste mir mal überlegen, ob ich sowas nicht einfach dann immer pausiere, wie ich das noch in Skyrim mache, wenn ich Sachen wegsortiere. Mache ich ja hier in Outward auch hin und wieder, dass ich dann einfach Pausenbutton drücke und dann tschuf, Instant Transmission. Dann sind wir einfach weiter. Dann ist das nicht so, dass das... Oh, ist das noch ein Maiskolben? Yo. Es ist nicht so, dass wir so viel Zeit für durch die Weltgeschichte latschen, wo absolut gar nichts passiert. Ne? Ich meine, so 2 Minuten, die sind leicht zu überreden, wenn nichts passiert. Das ist da wirklich nicht allzu schwer. Aber ab spätestens 10 Minuten, wenn man, gerade auch wenn man anfängt mit so einer Folge, schwierig. Schwierig, schwierig. So. Links müssen wir lang. Nehmen wir direkt den schnellsten Weg. Irgendwo hier war noch ein richtig fettes Ding. Und das muss ich töten. Oh, warte mal. Ich habe doch hier den Besessenheitssegen, den Dunstsegen, den Segen. Machen wir das auch mal. Okay, den Segen hatte ich schon, welcher auch immer es war. Jetzt trinken wir noch so einen Astraltrank. Wunderbar. Oh, kann ich nicht anziehen. Mist. Okay, dann hoffen wir, dass das Mana, was ich habe, reicht. Denn hier ist irgendwo ein Gegner. Ich glaube, ich kann direkt noch einen... Ne, mach das anders. Wir nehmen direkt so einen großen. Zack. So. Hier sind die Viecher. Aber wo war dieses dicke Ding? Da! Da läuft's. So. Eben schauen, wie lange das Schwert noch hält. Wo ist es? Da. 19 Sekunden. Shit. Dann werden wir hauptsächlich Fallen benutzen. Okay, ist der schneller oder langsam? Ist langsamer als ich, alles klar. Nochmal. Ein bisschen weit. So, und jetzt kann diese hässlichen Kackviecher kommen.
Noch nicht tot. So, jetzt ist es tot. Panzerschrecken. Davon haben die erzählt. Wer war das noch? War es Burak? Burak hat, glaube ich, von den Panzerschrecken erzählt. Ja, Burak war es. Der hat erzählt, dass hier ein Panzerschrecken ist. Und dass der... dass man aufpassen soll. Ja, die Falle ist halt ziemlich overpowered. Aber das stört mich nicht. Dann kann man hier wenigstens relativ angenehm durchlaufen. So, haben wir jetzt noch hier was? Hier unten? Noch nicht? Hätte schwören können, dass da gerade irgendwas geknallt hat. Wie viel Verderbnis habe ich jetzt? 82. Das dauert ja jetzt doch schon ganz schön lange. So, da sind auch noch Fische. Lag da nicht gerade auch? Ja. Seetang. Doch nicht verguckt. Doch nicht verguckt, März. So. Zieh da ab in die grüne Galle hier. Lecker. Wir riechen gerne den Pups von toten Wesen. Toten Verwesenen. Sekunde, hier noch nicht unbewaffnet reingehen. Ist nichts. Eisen. Da wohl Gegner sind? Also bisher lässt die Musik es nicht vermuten, dass hier irgendwo was ist. Nee, sieht nicht so aus. Gehen wir hoch. Oh, hier oben kriegt man kein Verderbnis ab. Okay. Oh, die Kiste. Eisflammenfackel. Eisflammenfackel? Oh. Alchemistische Fackel, die den Träger selbst bei schwülen Temperaturen kühlt. Nicht schlecht. Die kosten nur einen Kaltstein. Kaltstein ist jetzt nicht so teuer herzustellen. Okay. Dann... oh, shit, shit, shit. Warte, warte, warte. Ich will mal eben schauen, was der hier mir für einen Segen bringt. Den Frostsegen, okay. So, jetzt haben wir alle an. Jetzt sind wir full gebufft. Full buffed! Ölbombe, okay. Ich hätte eigentlich jetzt gehofft, dass das hier so ein Trank ist, der die Verderbnis wegmacht. Das wäre wirklich was Sinnvolles gewesen, was man hier hätte hinlegen können. Aber nein. Leider gar nicht. So, dann gehen wir mal da vorne rein. Und nur hoffen, dass da dann die Verderbnis so langsam mal aufhört. Wie hieß das jetzt? Ach, verdorbene Grabkammern. Na, ob da die Verderbnis aufhört in den verdorbenen Grabkammern? Ich glaube nicht. Die Chancen stehen schlecht. Oh, aber sie ist nicht da. Da unten sehe ich ein komisches Viech. Okay. Okay. Da höre ich nichts. Hä? Hoppala. Shit.
So, jetzt sehe ich wieder was. Das wollte ich nicht. Mist, jetzt habe ich jetzt zwei ein Schwert. Ach du gute Kacke. So ein Scheiß. Dann nehmen wir den. Da ist ein, ich würde sagen, Wendigo. Aber ein sehr komischer Wendigo. Nein, komm, einen noch. Ja. Verfluchter Wendigo. Gigantenmantel. Heilige Fabelei. Ein Tropfen reinstes Mana aus einer heiligen Linie kann verwendet werden, um neue, einzigartige Ausrüstung herzustellen. Muss der Dude da jetzt kommen? Verfolgt. Shit. Okay, warte. Krankheit heil. Shit. Ei. Shit. Warte mal, ich habe eine Idee. Erstmal, was soll der Geiz? Her damit. Und direkt den nächsten hinterher. So, jetzt brauche ich, weil das dauert zu lange. Kollege Schmalspur. Ich habe auch Feuerbälle. Er ist zu weit weg. Was denn? Der heilt sich? Der ist zu weit weg. Ach du Scheiße. Los, los, ja. Ich bin gestorben. Ich habe nicht gesehen, dass ich kein Leben mehr hatte. Woran bin ich jetzt gestorben? Hä? Benommen und verwirrt traumelst du durch einen grünen Schleier, dein Magen rumort und deine Kehle ist rau und geschwollen. Warte, das können wir ändern. Oh. Du musst etwas von der Verderbnis eingeatmet haben, als du zusammengebrochen bist. Schließlich meldet sich deine letzte Mahlzeit und zwingt dich auf die Knie. Während dein gebeutelter Magen endlich zur Ruhe kommt, beginnt sich der Schleier in deinen Kopf zu lüften. Du bist schwach und hungrig, aber immer noch am Leben. Ich habe keinen Mana mehr. Da oben ist ein Viech. Wir haben nicht viel Zeit. Direkt hier um die Ecke. Fuß. Ich kenne das hier. Ich weiß, wo ich bin. Und mein größtes Problem ist gerade, ich habe keine Mana. Ich habe fast keine Astraltränke mehr. So ein Dreck. Ich will jetzt auch nicht meinen letzten Astraltrank benutzen. Wie viel Mana? Warte mal. Ich habe eine Idee. Habe ich nicht. Ich habe keine pikante Paste.
Nehmen wir den hier. Oh, ist die Verderbnis runtergegangen? Die Verderbnis ist runtergegangen. Bin ich gerade am Verderbnis gestorben? So. Meine Überlegung ist, weil ich nicht so viel Mana habe, ich gehe jetzt mit dem Schwert auf die los. Ich muss hier weg. Ist das Ding weg? Das Ding ist weg. Da ist es. Fuck. Wunderbar. So. Wenn ich meine, hier lang. Und hier lang. Genau. Hier ist nämlich wieder das mit dem Wendigo. Nein. Die Leichen sind weg. So ein Schmutz. So ein Schmutz. Ist die hier? Der war mir am wichtigsten tatsächlich. Das Elementarteilchen. So, was haben wir hier? Leichnam eines Plünderers. Oh, Zucker am Astraltränke. Kaputtes Zelt. Ja, gut. Nehmen wir mit. Aber die Astraltränke. Schön. Oh. Da sind ein paar Erforon. Da würde ich doch mal glatt sagen. Hier ist doch ein schönes Bild, oder? Ja. Das passt doch mal. Ist mal ein bisschen Abwechslung. So. Oh. Handy klingelt. Sekunde. So, wo waren wir? Ach ja. Sorry. Stimmt. Den Wendigo, den haben wir aber nicht. Aber den hatten wir gelootet. Also alles gut. So. Kann ich nicht mit interagieren. Puh. Wir haben ein paar Treppenstufen gerannt. Empfang ist hier oben nicht so gut. So. Ja, hier ist wieder Verderbnis, das ist ein bisschen kacke, aber kann ich jetzt nicht ändern. Ich kann aber zumindest den Dunstsegen mal anmachen. Und den und den und wo ist es? Ich hab doch so einen krassen Trank, so einen blauen. Ja, Unschuldstrank. So. Jetzt dürft bitte die Verderbnis nicht viel anhaben können. Dann gucken wir uns mal um. Oh, hier ist eine. Ah, einer von den beiden, den ich gekillt habe. Oh. Wunderbar. Wunderbar. Da ist Schild. Ja, erstmal einfach alles mitnehmen. Der Verderbnis muss man jetzt nicht die ganze Zeit unnötig lange baden. Ich hoffe, dass gleich die auch wieder aufhört. Wo geht's hier lang? Ah, hier ist noch einer. Das ist ein Pilz. Und hier unten. Da links ist noch was. War ich hier schon? Hier ist auch noch eine. Ah, hier ist der, den ich dann weggeklopft habe. Ach, wo geht's denn? Hier geht's doch irgendwo noch weiter. Hier geht's weiter. Ah, ja. So. Peter, du, die Kisten an der Seite. Sieh in die Kisten an der Seite. Ach, da.
Das Ding auch. Da ist ein Augapfel drin. Endlich! Peter! Endlich, Tag auch. Mirade der Name. Tut mir leid. Noch. Ne, Myriade. Entschuldigung. Tut mir leid, wie du siehst, bin ich quasi ein wenig auseinandergegangen. Ein sprechender Schädel, jetzt habe ich alles gesehen. Berühmte letzte Worte, Monstrum. Nee, erstes finde ich besser. Was du nicht sagst, hier unten waren seit Ewigkeiten keine Fleischlinge mehr. Ich war der Anführer dieser fröhlichen Bande untoter Schwachköpfe. Aber dann wurden sie sauer, als ich sagte, sie sollen nicht diese Opfergaben essen, die Lebenden da draußen gelassen hatten. Also rissen mich die anderen Untoten in Stücke und ließen mich überall in dieser verfluchten Höhle zurück. Wenn ich nur zu dem alten Altar käme, würde ich mich wieder einkriegen. Wenn du mich wieder zusammensetzen könntest, würde ich den Zugang wieder öffnen. Ah, das ist die blaue Wand, 100 Pro. Ich habe die Tür mit einem Zauber versiegelt, damit nichts Unangenehmes durchkommt. Ich kann ihn nur wieder aufheben, wenn ich direkt vor der Tür stehe. Also entweder das oder ich lege meine sterbliche Hülle für immer ab. Eins nach dem anderen, bevor ich dich wieder zusammensetze, erzählst du mir erst, was hier los ist. Na schön, ich helfe dir. Also ich kann also einfach deinen Schädel einschlagen und die Tür geht auf. Nee, das ist ja langweilig. Ist ja gut. In der alten Festung wurde eine Menge Blut vergossen. Die Opfer konnten einfach nicht ins Jenseits übergehen und so ist eine Menge Verderbnis aufgetreten, weißt du? Aha. Ich gab den Opfern hier ein Zuhause, wo sie ihr Leben, das man ihnen genommen hatte, leben konnten. Es gibt hier einen Ahnenaltar, mit dem sie ihre Erinnerungen verknüpfen können, damit sie sich daran erinnern, wer sie zu Lebzeiten waren. Außerdem gibt's hier eine Menge Verderbnis, um den Hunger zu stillen. Es gibt Besseres, aber es hält uns bei Verstand. Okay. Dann begannen die Lebenden da draußen damit, die Toten als Tribut aufzuknüpfen. Und meine Geisterkumpels aßen nicht mehr von der Verderbnis, sondern von leckerem, frischen, sterbenden Leben. Aber die Verderbnis zu vertilgen ist wie ein Reh zu melken. Wenn man sie nicht oft genug melkt, wächst sie immer mehr an, bis man ein Riesenproblem bekommt. Die Verderbnis hat sich über den ganzen Altar ausgebreitet und zerstört die darin aufbewahrten Erinnerungen. Wenn wir nichts unternehmen, werden diese Geister auch noch den Rest ihrer Menschlichkeit verlieren. Dann werden sie alles hier verschlingen, auch die Lebenden, die sie so nett gefüttert haben. Klar helfe ich dir, jetzt bin mehr denn je versucht, dich einzuschlagen. Nein, wir helfen dir. Wo kann ich deine anderen Körperteile finden? Lass mich nach ihnen tasten. Also mein Oberkörper fühlt sich so an, als wäre er irgendwo aufgebockt in einem beleuchteten Bereich. Spüre Lorengleise in der Nähe. Wenn du meine Schädel dorthin bringst, kann ich sicher die übrigen Teile spüren. Sammelst den Schädel auf und nimmst ihn mit. Okay. Okay, das wird irgendwo hier in der Nähe sein. Also das ist ja relativ leicht dann zu finden. Gut. Wir haben noch immer Hunger. Dann essen wir doch noch ein Lux-Lichette. So, und trinken wir? Ne, trinken brauchen wir nichts. Habe ich schon? Nein, ich habe die Segen nicht alle an. Oh, warte mal, was ist denn, wenn ich den jetzt verwende? Okay, die Segen habe ich alle schon. Gut. Dann mal weiter. Das ist nicht sein Korpus. Aber es ist ja auch in der Nähe von der Lore, sagte er, ne? Da ist ein Geist. Was haben wir hier? Ach, hier! Aber warte. Okay, in der Ecke ist nur die Eisenader. Eisenader. Interagieren. Ah, so. Schon besser. Und jetzt die Fühler nach dem Rest ausstrecken. Mein Arm fühlt sich so an, als wäre er irgendwo weit oben. Kleine Viecher umherhuschen. Mein Arm fühlt sich so an, als wäre ein Lagerfeuer in seiner Nähe. Wenn ich mich ganz lang mache, in der Nähe In der Nähe gibt es kristallisiertes Mana.
Mein Bein fühlt sich so an, als wäre es an einem tiefen, weitläufigen Ort. Wenn ich mich ganz lang mache, in der Nähe gibt es ein Gewässer, in dem etwas herumschwimmt. Fehlende Teile finden. Nein, wir suchen die fehlenden Teile. Nicht den Schädel einschlagen. Ist ja langweilig. Das ist ja... Bumm, Quest zu Ende. Nee. Wir wollen ein wenig mehr sehen hier, ja? So, da hinten ist ein Geist. Dann rennen wir doch mal gleich auf den zu. Oh, zwei. Ah, okay. Die sind genauso schnell. Weg. Hallo? Kann ich die nicht plündern? Okay. Kaltstein, kenne ich schon. Hier ist nur Eisen. Kann man vielleicht diese grünen Mana-Steine hier abbauen? Verderbter Mana-Stein oder so? Das wäre doch mal was. Nee. Schade. Echt schade. Hier ist nichts. Pilze. Okay. Da vorne ist was. Das habe ich ganz genau gesehen. Irgendwas Lilanes. Wo ist er? Da ist er. Der Astraltrank her damit. Doch niemand hier? Oh. Okay, das war ein Skelett. Und das auch. Okay, alles klar. Lebhaftes Skelett. Aha. Lagerfeuer. Interessant. Hier könnte man sogar kampieren, wenn man wollte. Wahrscheinlich haben die beiden hier kampiert und wurden voll zerlegt. Deswegen ist es wichtig, Wache zu halten. Haben die beiden wohl nicht gelernt. Ich finde ganz gut, dass man hier so viele Spitzhacken findet. Nehmen. Ach, hier ist ein Arm. Ah, Myriades Arm. Gut, dann haben wir schon mal einen Teil gefunden. Das ist wunderbar. Das ist wahrscheinlich das Lagerfeuer, was er meinte, aber das gar nicht an. So, wo haben wir es? Den Segen hier anmachen. Den Segen hier anmachen. Und den Segen hier anmachen. Dann können wir ihm schon mal den Arm geben und dann mal gucken, wo der Rest ist. Also hier in dem Gang war nichts mehr. Die haben nichts. Okay. Ist der nicht hier? Der war doch hier. Ja, genau. Mein Arm fühlt sich so an, als wäre er... Mein Bein fühlt sich so an, als wäre es an einem tiefen... Ach so. Ich muss alle Teile finden. Ah. Okay, wir gehen einfach alles durch. Hier war nichts, das habe ich schon durchgeguckt. Dann gehen wir erstmal nach oben. Nichts, 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 nichts. Und hier lang. Wo ist denn sein Arm jetzt? Nichts, auch nichts. Kein Arm, kein Bein. Ja. Noch ein Arm. Wunderbar. Der andere war in der Nähe von Wasser, ne? Da müssen wir wahrscheinlich da unten runter. Vielleicht ist es der Fuß, den ich unten gesehen hatte. Ja, der blinkt. Dann ist er erst da unten. Sehr schön. Dann hat er alles, ne? Ein Bein und zwei Arme. Ja. Myriad voller Knochen. So, und hier soll was drin schwimmen? Ja, Türme, ne?
Das ist eine Turmsuppe. So schnell es geht, wieder aus der Verderbnis hier raus. Ah. So. Jetzt müssten wir alles haben. Ich habe hier deinen Knochen. Ah, wie schön, endlich wieder ganz zu sein. Danke, dass du mir zur Hand gegangen bist. Und zum Bein und Brustkorb. Witzbold, öffnest du jetzt bitte die Tür? Das habe ich jetzt überhört. Wo ist der Altar und den wir zu bearbeiten haben? Er steht in der Eishöhle in der Nähe des Eingangs. Du müsstest ihn am Fuß der Rampe finden. Wo der liebe alte Wendigo sein Lager hat, wir treffen uns dort. Jagt in einem unmenschlichen Tempo davon. Myriade jagt in einem unmenschlichen Tempo davon. Seine Knochen knacken laut, als er eins mit der Finsternis wird. Geisteraugen. Oh, ich habe Sachen bekommen. Oh! Und ein Rezept. Nice. Gut, dann machen wir mal erstmal ein Schwert und Licht. Und dann können wir wieder weiter. Ja, die Eishöhle, die ist ja hier um die Ecke. Es geht ja ruckzuck. Ja. Hier irgendwo muss man hoch. Hier sind wir falsch. Hier muss man hin. Hier liegt das Eis. Hier ist die Eishöhle. Wunderbar. So. Da ist er jetzt durch. Eine schöne große Truhe. Hm. Stahlsäbel, Rekurf, Schreckensaxt. Habe ich die Axt schon gelernt? Ja. Okay. Oh, ich muss schnell den Segen anmachen. So. Damit kann ich im Augenblick nichts anfangen, okay? Junge, Junge. Es ist richtig schlimm geworden, während ich in Einzelteilen da lag. Der Altar, mit dem unsere Erinnerungen verknüpft sind, ist vollständig von Verderbnis bedeckt. Wenn ich das alles essen sollte, würde ich den Verstand verlieren. Junge, Junge. Ja, und jetzt? Damit kann ich im Augenblick nichts... Achso, kann ich hiermit nichts machen. Das ist schade. Zur Halbinsel. Und hier liegt doch nichts mehr? Nee. Okay, dann mal raus hier. War das vorher auch schon so? Ich glaube, die zusätzlichen DLCs, die ich gekauft habe, haben das hier ein bisschen abgeändert. So. Spieler werden positioniert. Weiter. Ist kalt. Hier ist nichts. Nur dieser Hebel. Und wir sind auf der Rückseite von... Ich zeig's mal eben auf der Karte, wo wir sind. Wir sind jetzt hier rausgekommen. Das heißt, das haben wir abgehakt, das haben wir abgehakt. Das haben wir abgehakt. Jetzt gibt's nur noch das Gelbe und das Rote. Die Festung und der eine Punkt, wo wir hin können. Dann sind wir hier in der Halbinsel fertig, oder? Alles, was wir machen konnten, haben wir dann gemacht, oder? Ich denke schon. Ja. Ja, ich meine schon. Jetzt gucken wir mal kurz ins Inventar. Warte mal, ich kann ja besser... Die wiegt 4. Das ist eine Eisenaxt. Die wiegt 3. Das wiegt 5, 6. Dann legen wir das an. Und das an. So, dann haben wir ein bisschen weniger in der Tasche. Können wir die hier noch leer machen?
Und der wiegt 10, der wiegt 3. Gibt 8 Beutelbonus, der gibt 3 Beutelbonus. Das würde dann doch besser sein, ne? Wo ist denn... Hier. Oh, ich kann ihn nicht anlegen, weil... Dann verliere ich... Oh, ich verliere trotzdem. Wärme. Das ist schlecht. Okay, schmeißen wir das noch in die Tasche. Die noch in der Tasche. Und dann mal weiter Richtung... Cierzo. Oh, wir haben aber schon wieder 40 Minuten voll. Gut, wir laufen jetzt noch nach Cierzo zurück. Ich werde, denke ich, mittendrin dann irgendwann einfach die Folge beenden, wenn ich fertig bin mit Erzählen. Was jetzt noch auf dem Plan steht in der Halbinsel? Auf dem Plan in der Halbinsel steht einmal die Festung Vendavel und unten das Gelbe, was ich markiert hat. Hier unten ist ja noch so ein Blitzschrein gewesen und da ist, meine ich, eine Höhle. Aber das ist nur ein kleiner Bereich, der ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja. Und dann würde ich sagen, bevor wir zurück nach Berg gehen, gehen wir einmal in die Heiligen Sümpfe, in der Hoffnung, dort noch weitere Skills zu lernen. Weil im Berg waren wir schon, also in dem Enmekar-Wald. Dort haben wir ja auch schon neue Skills gelernt. Und in den Sümpfen waren wir noch nichts und mit etwas Glück, in etwas Glück kriegen wir dort dann halt nochmal einige neue Fähigkeiten, die wir lernen können. Geldtechnisch, wenn wir jetzt die Sachen verkaufen, die wir bekommen haben, dürften wir, denke ich, genug Geld haben, um, ich sag mal, 3-4 gute Skills zu kaufen. Ja, wir haben ja neben den Goldbarren nämlich auch noch Edelsteine zuhauf. Also deutlich mehr, denke ich, als wir brauchen werden. Und da kann man dann auch ein paar zu Geld machen sonst. Ja, was möglich wäre, um jetzt noch mehr Geld zu generieren, ist in Höhlen, wo wir schon drin waren, weil es ist ja ein, es gab ja wieder einen neuen Respawn, sage ich es mal, könnte man wieder reingehen, um dort die Gegner zu besiegen, aber das wird ein bisschen langweilig sein. Wir sind ja nicht hier, um zu farmen, sondern beziehungsweise es wird schon genug gefarmt, neben den Erkunden sämtlicher Bereiche. Da müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich farmen. Das muss dann irgendwie anderweitig reichen. Gut. Cierzo ist schon in Sicht. Das ist schön. Ich habe auch nichts mehr zu erzählen. Dann würde ich sagen, geht's morgen, also Freitag, hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein. Ciao.